Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Barcelona. Heute geht es ins erste Finale dieser Karriere und es könnte schon der erste Titel werden, Leute. Und zwar geht es im American Challenge Cup Finale gegen Manchester United. Wir werden das Ganze jetzt gleich selber spielen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt und öfter sehen wollt, dass wir natürlich auch selber mit den Mannschaften hier spielen. Mit der Mannschaft, die wir jetzt bislang am Start haben, mit den neuen Transfers und so weiter. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, Leute? Wer wird dieses Spiel gewinnen? Hashtag Barca oder Hashtag ManU. Jetzt in die Kommentare, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich freuen, so verpasst ihr auf jeden Fall kein Video mehr. Ihr wisst Bescheid und ja, lasst gerne ein Like da. Vielleicht packen wir wieder die 2000 Likes. Ich würde mich freuen. Das sind die momentanen Top-Transfers. Brahimi geht für knapp 50 Millionen vom FC Porto zu Arsenal. Also auch kein schlechter Transfer, aber so in Sachen Top-Transfers bislang auf jeden Fall wir hier eindeutig mit Antoine Griezmann vorne. Das ist bislang unsere Startelf. So sieht's aus. Umtiti immer noch nicht ganz fit. Das heißt, wir werden ihn nochmal draußen lassen. Mina wird also erstmal von Beginn an spielen. Unser Nachwuchstalent hier. Und eigentlich müssen wir nur noch Paulinho austauschen. Da wäre es natürlich optimal mit Thiago. Wir schauen mal, ob wir den die Leute hinkriegen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit eigentlich ganz gut aufgestellt. Und dann geht es los ins Finale, wie gesagt, gegen Manchester United. Das erste Finale könnte also der erste Titel werden, Leute. Ich bin gespannt. Und ab geht's. Wir schauen mal, mit welchem Stadion spielen wir. StubHub Center. Das ist ein geiles Stadion, glaube ich. So, ich spiele natürlich auf Legende. Allerdings werden wir nochmal die CPU, ah ne, hier, die CPU-Anpassung habe ich schon überall ein bisschen, das ist generell eingestellt für die Karriere. Ich habe das alles ein bisschen hochgemacht auf 57, weil sonst ist alles auf 50, aber das ist ein bisschen zu leicht sonst immer. Deswegen habe ich es alles ein bisschen hochgeschraubt. Wir spielen halt schon auf Legende, höher geht es nicht. Deswegen müssen wir diese CPU-Anpassung jetzt immer vornehmen. Ist egal, wir starten ins erste Spiel, Leute. Ab geht's. Und ab geht es. Und deswegen finde ich es am Anfang immer geil in Amerika, hier, dieses Vorbereitungsturnier zu machen, weil ich das Finalstadion oder die Stadien hier in Amerika einfach, ich finde, das sieht einfach voll geil aus. Es ist so kompletter Sommer, die Farben sind so geil, es sieht alles richtig fresh aus, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich, das immer in Amerika, dieses Vorbereitungsturnier zu machen. Und Brasilien ist auch immer geil. Ihr wisst es, Leute, checkt noch gerne meinen Shop aus. Falls ihr Bock habt auf die Camouflage-Sachen, gibt es in Rot, gibt es in Blau, gibt es in Grau und natürlich auch in Grün, Leute. In allen vier Farben als Pullover und in allen vier Farben natürlich auch als T-Shirt erhältlich. Also gerne abchecken. Link zu meinem Shop ist wie immer unten in der Beschreibung. Und natürlich, wie immer, gratis zu jeder Bestellung gibt es hier natürlich auch die Nice-Tasse. Im Deutschland-Design dazu mit dem Fußball hier oben drauf. Ab einem Bestellwert von 30 Euro in meinem Shop. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gerne abchecken. Ist limitiert. Beeilt euch. Weiß nicht, wie lange es das Ganze noch geben wird. Und gratis Autogrammkarte gibt es natürlich auch dazu. Also gerne abchecken, Leute. Ich würde mich freuen. Danke an jeden, der mich dann mit dem Kauf unterstützt. Hier ist unsere Aufstellung. Ihr kennt die mittlerweile. Gleich schauen wir uns nochmal die Aufstellung von Manchester United an. Und es kam gerade schon. Und wir haben ja den Kollegen Rakitic an Manchester United verkauft. Das heißt, wir werden jetzt hier gegen unseren alten Teamkollegen, so gesagt, spielen, ja. Hier ist die Trophäe. Alter, das sieht. Was? Das ist für die Champions League-Trophäe, haben die geklaut. Die Amerikaner, das war doch gerade die Champions League-Trophäe. Die sah genauso aus, gerade die Trophäe hier von diesem Vorbereitungsturnier. Hier ist die Aufstellung, Rashford nur auf der Bank. Und der Rakitic steht auch direkt in der Startelf. Hier ist das Spiel direkt in der Startelf mit Pogba und Matic im Mittelfeld. Sonst aber kein Neuzugang auf Seiten von Manchester United. Wird ein interessantes Spiel, Leute. Gegen Manchester United, 2:0 gegen Bayern im Halbfinale gewonnen. Also unterschätzen sollten wir den nicht, Leute. Erstes Spiel, das wir selber spielen. Ab geht's. Stark. Das ist Paul Pogba. Das ist die erste Chance und das erste Tor. 1:0 nach 5 Minuten für Manchester United. Paul Pogba. Starker Schuss. Schwach von mir verteidigt. Ey, da hätte ich früher drauf gehen müssen. Aber war natürlich auch ein satter Schuss. Obwohl er gar nicht so stark aussah, der Schuss. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob Ter Stegen da eine Mitschuld hat, aber er war gut verdeckt. Ne? Ja, ne, Ter Stegen, ja doch, der Schuss war schon stark. Da konnte Ter Stegen nichts für. 1:0 nach 6 Minuten. Oh Mann, kein guter Start hier. Aber wir kämpfen weiter, Leute. Pogba wieder durch. Das war... Ach, du! Was war das denn? Ich habe auf einmal ein Torwart gesteuert. Alter, da haben wir Glück gehabt, weil Ter Stegen da irgendwie mit dem Fuß noch dran gekommen ist. Ich habe auf einmal den Torwart gesteuert. Ey, was war das denn jetzt für eine Kacke? Egal, wir haben den Ball. Oh, da geht
Griezmann, aber ManU steht, muss man sagen, hinten auch ziemlich stabil. Da ist Messi und das, ach, muss besser, also abseits von Messi. Ah, der muss aber eigentlich drin sein, auch der Schuss. Leute, ich verzweifle echt an Bailly so ein bisschen. Ich sag's euch, ne? Der Typ, der regelt hier hinten in der Defensive alleine alles. Das war stark und das ist das. 1:1. Schöne Aktion, Einzelaktion hier von Suarez und Lionel Messi. Schön gemacht. Hier, Doppelpass. Ja, mehr oder weniger ein Doppelpass. Noch einen kurzen, aber der Schuss war auch schön dann von Suarez. Sah ein bisschen komisch aus, aber egal. Tor ist Tor. Geht da durch, da ist Griezmann und, oh, Latte, das gibt es nicht, das wäre 2:1 gewesen, noch kurz vor der Halbzeit. Oh, schade, wir hätten das Ding hier noch kurz, fast in den letzten Minuten gedreht. Gegen Ende der ersten Halbzeit waren wir jetzt besser, muss man sagen. Und genau so ist auch das erste Tor gefallen, ey. Und defensiv steht der immer zu weit hinten drin, im eigenen 16er. Haben wir Glück gehabt, dass Lukaku hier ein bisschen verzieht. Aber das war echt wieder schwach verteidigt, muss ich sagen. Also defensiv läuft... Was ist denn das gewesen, Semedo? Hebt da zurecht die Hand. Ja, was war das? Ganz klar dein Fehler, ey. Was war das für ein Pass, ey? Ich hau mir hier die Tore aber die ganze Zeit fast selber rein, ey. Das ist unfassbar, Mann. Da haben wir wieder Glück gehabt. Junge, Junge, Junge. Das ist echt schwach, was ich hier gerade spiele. Vor allem defensiv. Offensiv ist okay. Aber defensiv verdammt schwach, Milinkovic-Savic. Komm, setz den Körper rein. Schiri, Dembele. Mach ihn! 2:1! Bisschen Glück gehabt! Usman Dembele! Vor 10 Minuten eingewechselt! Und jetzt steht er genau richtig! Milinkovic-Savic, schöner Alleingang! Stark den Körper reingesetzt! Mit ein bisschen Glück kommt der Ball dann auf Dembele! Und da hat er direkt mal hier die 5-Stellen schwacher Fuß gezeigt, Alter! Schön! 2:1! Also, verdient würde ich jetzt nicht sagen, aber auch nicht unverdient! Das war jetzt hier in den letzten Minuten so ein 50-50-Game! Müssen aber aufpassen, denn ManU ist hier verdammt stark offensiv! Schiri zieht! Ey, Schiri! War auch ein Foul. Das gibt's doch nicht. Komm. Jordi Alba, du musst dazwischen. Jawohl, Testegen hat den schön gehalten. Und jetzt den Konter wieder über Dembele. Shit, ja. Oh, jetzt wird's gefährlich. Boah, der kam sogar an, Alter. Da ist alles frei. Komm, nochmal. Versuchen direkt einen schnellen Konter zu setzen. Griezmann, Kopf. Ah, wäre wichtig gewesen. Ja, das war auch wichtig. Stark gemacht. Und Dembele geht da durch. Das war perfekt gemacht. Und jetzt könnte es hier die Entscheidung geben. Was mache ich denn da? Nein, ey. Ich wollte ihn gerade auf Messi spielen. Mann, viel zu lange gewartet. Ach, ich bin doch selber schuld hier. Komm, Jungs, über die Zeit bringen. Oh, komm, Milinkovic. Stark, Alter. Richtig schön. Beste Mann bislang hier auf dem Platz. Milinkovic-Savic, ey. Der macht ein richtig starkes Spiel. Ich glaube, der Transfer hat sich jetzt schon gelohnt. Dahinter ist Dembele frei. Der Pass. Ja, doch, kommt. Ah, ganz gut. Dembele ein bisschen weit nach außen gedrängt. Aber scheiß doch. Dembele, du kannst... Ah, schade. Zu viel alleine gewollt. Ballverlust. Ah, jetzt könnte es nochmal gefährlich werden in der 90. Mina, ey, der gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir verdammt gut, der gute Mina. Hier macht ein richtig gutes Spiel und Schiri. Jetzt kann man die Partie abpfeifen. Was macht Semedo da wieder? Irgendwie gefällt mir das nicht, was Semedo macht. Okay, da musst du. Der Grätscher dazwischen. Das könnte jetzt nochmal das Gegentor werden. Das wäre das Gegentor aber von Semedo gewesen. Der hat echt zwei hohe Fehler gemacht, das war's. Aber 2:1 gewonnen. Knappes Ding, ey. ManU verdammt stark gewesen, hätte ich nicht so eingeschätzt. Aber am Ende gewinnen wir hier. Perfekt. Der erste Titel ist also gesichert. Aber es war ein schweres Ding, wie gesagt. Ja, Paul Pogba. Ein Tor gemacht, aber danach kam auch nicht mehr so wirklich viel. Das heißt, wir haben uns den ersten Titel der Saison gesichert und kommen natürlich hier auch zu Siegerehrung. Ich muss sagen, Mina hat mir richtig, richtig gut gefallen. Richtig starkes Spiel in der Defensive gemacht. Also, wir haben ja überlegt, Mina auszuleihen. Aber ich glaube ganz ehrlich, ich werde ihn erstmal behalten. Als Backup auf der Innenverteidigerposition. Der hat mich gerade mega überzeugt. Der ist ja Mina. Ey, das war richtig, richtig stark. Der ist 1,92 Meter. Ich habe das gerade gesehen, wo der neben Messi stand. Die sind fast gleich groß. Guckt euch das mal an. Obwohl der 1,92 Meter ist. Das kann schon mal gar nicht sein. Egal, Mann. Da ist der erste Titel. Come on. Let's go. Der erste Titel ist da. Junge, guckt euch das mal an. Mina und Messi, die sind fast gleich groß. Das ist auch wieder ein Bug. Guckt euch das mal an. Das ist so ein Stück größer. Der ist 1,92 und Messi ist 1,70. In echt sieht er auch viel, viel, also im Spiel sah der viel, viel größer aus, ey, ganz ehrlich. Guck dir das mal an. Oder Messi sieht einfach viel zu groß aus, glaube ich. Messi ist auch fast genauso groß wie Suarez hier. Ja, ganz komisch. Egal, mein erster Titel ist also da. So gehört sich das. So muss es natürlich auch weitergehen, hoffe ich zumindest.
Aber ich bin da guter Dinge, dass wir hier auf jeden Fall... Ich will alle Titel holen, die es gibt, Leute. Ja, wir wollen alle Titel wirklich diese Saison holen. Und das könnten insgesamt 5 Stück sein. Das ist jetzt der erste. Gleich kommt noch das Finale im Pokal gegen Real Madrid. Und dann natürlich Meisterschaft, Champions League und Pokal. Also es wären 5 Titel diese Saison, die möglich wären. Wäre natürlich geil, alle 5 zu holen. Und das ist natürlich auch hier unser Ziel, das ist natürlich ganz klar, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen, wie es hier aussieht, und zwar mit Thiago in Sachen Transfer. Ja, wir müssen noch abwarten, denn noch können wir den auf jeden Fall nicht verpflichten. Ich muss sagen, wir haben bislang, glaube ich, wir haben erst 3 Transfers gemacht, aber ich bin wirklich zufrieden. Also ganz ehrlich, wir brauchen hier nicht mehr so wirklich viel. In knapp 1,5 bis 2 Wochen geht es dann auch gegen Real Madrid ins erste El Clasico dieser Saison. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Auch mit der Aufstellung von gerade gewesen. Milinkovic-Savic im Mittelfeld, mega Spiel gemacht. Wahrscheinlich der beste Mann gewesen mit Mina. Und da könnte man, wie gesagt, das Mittelfeld jetzt... Paulinho hat aber auch gut gespielt, ja. Könnte man allerdings natürlich noch verstärken durch Thiago natürlich. Das wäre natürlich optimal. Aber ja, da müssen wir uns jetzt mal hier auf jeden Fall in dieser Folge noch drum kümmern. So, schauen wir mal in Sachen Training. Ich glaube, das ist unnötig, Messi zu trainieren. Ich glaube, wir probieren das jetzt noch ein paar Wochen so aus. Aber wenn Messi nicht auf 95 hochgeht, dann hat das auch keinen Sinn. Weil ihr wisst, natürlich, ich weiß es selber, Leute. Es hat natürlich wenig Sinn, so einen alten Spieler zu trainieren. Ich habe gedacht, okay, vielleicht pusht er sich noch in den letzten Jahren ein Stück hier. Wenigstens auf diese 95er-Bewertung. Weil, wie gesagt, ein 95er-Rating hatte ich noch bei keinem Spieler in der FIFA 18-Karriere. Deswegen wäre es ganz, ganz nice gewesen hier, aber... Naja, kann man halt nichts machen, ne? So, also eine Woche, dann geht's schon, glaube ich, los hier gegen Real Madrid. Ich würde ganz gerne vorher noch vor diesem Spiel den Thiago-Deal machen. Transferangebot für Samuel Umtiti. Oh, Inter Mailand, sag ich schon. AC Mailand ist daran interessiert. 53 Millionen bieten die. Ah, boah, der Ausstiegsklausel, 82 Millionen. Aber wir wollen den auf keinen Fall verkaufen. Wir werden mal schauen, was Inter Mailand bereit wäre zu zahlen. Ich gehe mir jetzt mal auf 100 Millionen. Wenn die bereit wären, 100 Millionen zu zahlen, dann würde ich sagen, können wir Samuel Umtiti abgeben. Auch wenn das noch ein mega talentierter Spieler ist. Aber wir probieren es einfach mal. Wir gehen mal auf glatt 100. Schauen wir mal, was AC dazu sagt. Die wären sogar bereit, auf 62 hochzugehen. Okay, ja, wenn sie jetzt höher gehen, auf 70, dann können sie schon fast die Ausstiegsklausel ziehen. Ne? Deswegen... Also die Ausstiegsklausel ist echt, oh, 82 ist ja eigentlich schon für einen Innenverteidiger relativ hoch, ne? Aber ihr seht es selber, die gehen hier nicht über 60. Das heißt, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die die Ausstiegsklausel ziehen. Das sollte, denke ich mal, nicht der Fall sein. Ne, okay, ja, ich wollte ihn selber nicht verkaufen. Umtiti, also man muss sagen, Umtiti und Piqué, die werden erstmal unsere Stammdefensive bilden. Dann haben wir noch Mina als Backup, dann haben wir noch Thilo Kehrer jetzt als Backup. Und holen ja vielleicht auch noch einen. Von daher bin ich dagegen... auf jeden Fall ziemlich zufrieden. Was ist mit Thiago? So, wir können jetzt wieder mit Thiago verhandeln. Ja, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir einen Spielertausch hinkriegen, weil so alleine werden wir uns hier nicht leisten können. Das steht eigentlich schon mehr oder weniger fest. Die einzige Möglichkeit wäre halt, wenn wir irgendeinen Spieler noch tauschen würden. Anders geht's halt nicht, ne? Wir haben halt noch hier unseren Stürmer. Bislang kam noch kein Angebot rein für Paco Alcacer. Den würde ich ganz gerne abgeben. Aber ob Bayern daran interessiert ist, nicht so wirklich. Linker Flügel, ah ja, das war letztes Mal auch so, stimmt. Die wollen nur einen linken Flügelspieler, aber da haben wir halt nur Coutinho. Und den will ich nicht abgeben. Ja, stimmt, das war beim letzten Mal auch schon so. Das heißt, ja, wir können hier eigentlich nichts machen, ne? Wir können hier wirklich nicht viel machen. Wir geben mal ein erstes Angebot ab, und zwar über 80 Millionen. Ja, die fordern wieder ihre 120. Ey, ihr wart doch schon mal runter auf 100. Jetzt hört doch mal auf mit so einer Scheiße, jetzt mal ehrlich. Was sollen die Kacke hier immer wieder? Das ist, ey, ich würde, also, ich sag mal so, 90 Millionen wäre ich bereit zu zahlen, ne? Wir können ja nicht mal auf 90 gehen, wir können ja gerade nicht mehr als 83 machen. Ich wäre bereit, wir benötigen jetzt Bedenkzeit, wir werden es eh ablehnen. Ich wäre, wie gesagt, bereit, 90 Millionen wäre ich bereit zu zahlen für Thiago. Auch wenn ich finde, dass das schon ein bisschen viel ist. Aber ich wäre bereit, es zu zahlen, ja? Aber die fordern die ganze Zeit ihre 100 Millionen, ey, dann sollen die auch mal uns ein bisschen entgegenkommen, ganz ehrlich, ey. Das kann doch echt, das kann nicht so schwer sein, ein bisschen entgegenzukommen. So, dann schauen wir mal, was ist hier mit Lucas Hernandez? Boah, der hat auch einen Marktwert von 17 Millionen. Wäre auch eigentlich ganz interessant, als Backup halt. Ne? Müssten wir aber dann mal abwarten und dann, wenn, am Ende das Ganze machen. Wir schauen mal ganz kurz, was mit Alenia ist. Der spielt bei Barcelona B. Die 23 Millionen Ausstiegsklausel haben wir auf keinen Fall. Aber ich würde mal schauen, wie viel die fordern würden, ja, also 10 Millionen hat der Marktwert, ja genau, Spielertausch könnte auch in den Start kommen, das könnte interessant werden. Sergi Samper will ich eigentlich ungern abgeben. Flügelspieler, da haben wir nichts zum Eintauschen, dann Lucas Digne könnte man überlegen, ja. Lucas Digne,
wird man aber vielleicht sogar noch mehr bekommen. Deswegen versuchen wir es mal mit Alex Vidal, ob die Interesse an dem haben. Nur wenn ein Stürmer dabei ist. Hätten wir Paco Alcacer, aber der ist zu teuer. Hey, stellt euch mal vor, wir tauschen einfach bitte. Was ist das? Wir tauschen Spieler aus der ersten Mannschaft in die zweite Mannschaft. Wie bitter ist das für den Spieler, den wir eintauschen? Das können wir nicht machen, ey. Nee, das können wir nicht machen, komm. Das ist so bitter für den jeweiligen Spieler, ne? Wir schauen mal, 10 Millionen, was die dazu sagen. 10,6 Millionen fordern. Ja, könnte man angehen, das Ganze. Warte mal, ich will die mal pranken. Wir gehen jetzt mal runter auf 9. Mal schauen, was die dazu sagen, ob die 9 dann auch annehmen. Ne, 8. Ob die es auch annehmen würden. Wir haben gerade 10 geboten. Was? Wir haben gerade eben 10 geboten. Wir haben 10 geboten. Dann sagen die 10,6, jetzt gehen die auf 9,7 runter. Ey, der tut mir voll leid. Wir verarschen den gerade voll. Wir gehen nochmal auf 8. Der denkt sich auch, ey, scheiße, die hat noch am Anfang 10 geboten. Jetzt geht er auf 8,6. Der geht auf 8,6 runter. Ich glaub's nicht. Wir gehen auf 8, ey. Der denkt sich jetzt auch, nein, hätte ich das Angebot angenommen am Anfang. Die haben doch 10 geboten. 8,5. Die haben noch 10 geboten, denkt er sich jetzt die ganze Zeit. 1,5 Millionen mehr hätte er bekommen. Wir nehmen das an, 8,5. Also, ey, der denkt jetzt auch, so eine Scheiße, Mann. Den habe ich mich verarschen lassen, ey. Okay, nice. Also, den würden wir für einen günstigen Preis bekommen. 8,5 ist ein Megapreis, weil er schon 10 Millionen Marktwert hat. Ey, hätten wir sogar, haben wir sogar unter Marktwert bekommen, Leute. Das war's erstmal von der heutigen Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Für die Camouflage-Sachen. Ihr wisst es, in Rot, in Grau, in Blau und in Grün gibt es das Ganze natürlich auch. Als Pullover in allen 4 Farben und auch als T-Shirt in allen 4 Farben. Jetzt in meinem Shop erhältlich. Link ist direkt oben in der Videobeschreibung. Und weiterhin zu WM gratis zu jeder Bestellung gibt es die Nice Deutschland Fußballtasse gratis dazu. Ab einem Bestellwert von 30 Euro in meinem Shop gratis zu jeder Bestellung dazu. Also abchecken lohnt sich. Dann kann jeden, der mich damit kaufen, unterstützt. Gratis Autogrammkarte gibt es natürlich nach wie vor auch immer noch zu jeder Bestellung dazu. Also danke an jeden. Macht's gut, Leute. Und dann würde ich sagen, oh, Asensio geht für 65 Millionen zu Juve. Was ist das denn? Oder die haben vielleicht einen Spielertausch noch gemacht. Was? 65, das wäre ein absolutes Schnäppchen. Hätten wir uns mal besser geholt, eine Scheiße, ey. Naja, egal, kann man nichts machen, Leute. Das war's. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao.